Hallo, du sparst bereits hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um an die Glühbirnen des Rücklichts zu gelangen, musst du den Kofferraum öffnen und das komplette Scheinwerfergehäuse herausnehmen. Um die Lebensdauer deiner Glühbirnen zu verlängern, raten wir dir, das Glas nie mit deinen Fingern anzufassen oder ansonsten die Glühbirnen mit einem Haushaltspapier gründlich zu reinigen, bevor du sie wieder einsetzt. Öffne den Kofferraum. Entferne die Abdeckung, die sich im Kofferraum hinter dem Scheinwerfer befindet. Löse mit einem Steckschlüssel und einem Achtereinsatz die drei Befestigungsschrauben am Scheinwerferblock. Beende den Vorgang von Hand, um Zeit zu sparen. Nimm das Scheinwerfergehäuse heraus, indem du es zu dir ziehst. Ziehe den Stromanschluss ab. Hebe dazu die Kunststofflasche an, um sie aus ihrem Haltestift zu lösen. Um die Halteplatine der Glühbirnen zu lösen, drücke die beiden schwarzen Laschen zusammen und ziehe sie zu dir hin. Um die Glühbirnen zu wechseln, drückst du darauf und drehst sie um eine Vierteldrehung im Gegenuhrzeigersinn. Sie kommen dank einer Federung von alleine heraus. Beim Einbau positionierst du den Haltestift der Glühbirnen vor den Löchern und führst den umgekehrten Vorgang aus. Setze die Platine wieder ein, indem du Druck auf sie ausübst. Die schwarzen Laschen werden sich selbst neu platzieren. Du kannst nun den Stecker wieder anschließen. Setze den Scheinwerferblock wieder ein. Und schraube schließlich die drei Halteschrauben wieder fest. Setze die Abdeckung wieder auf. Vorgang beendet.